So, dann mache ich mal weiter mit Final Fantasy IX. Und wir wollen laden, glaube ich. Letzter Spielstand. Ja. Nein, warte mal, Lilly. Vivi ist dabei? Echt, war Vivi dabei? Ja, Vivi war da dabei. Hola, Rio. Gut. Als erstes gucke ich mir. Leben haben alle genug. Ich höre dich zwar nicht, da ich die PS-Kopfhörer auf habe, aber ich bin da. Sehr gut. Dann schreibe ich dir 1A. Genau, ich wollte. Nee, warte. MP habe ich nicht mehr so viel, ne? Zelt. Nein. Zelt, ja. Wollte die MP nämlich hochstellen. Ja. So, jetzt sind die MP hoch genug. So. Ich mache erstmal alle wieder raus. So, dann Alter, anlegen. Schweigen. Ausschweigen. Ist aber vom Angriff her nicht so gut. Macht blind. Wasser, Wind, der Hut wird von Magiern getragen, Kälte steigt die Gewandtheit und sieht fesch aus. Ein Armreif angefertigt aus dem legendären Metall Mithril. Normaler Armreif, Leder, wird Effektivität, steigert Angriffselement Erde. Halbiert Donner. Halbiert Kälte, nichts. Halbiert Hitze. Die ist sogar gut. Erz aus Stein, die machen wir mal rein. Zeitlos elegant, immer hast. Als Tuch der Sehnsucht stärkt das Selbstvertrauen. Eine mystische Kraft gewährt Schutz. Absorbiert Angriffselement. Donner. Stärken Angriffselement Erde. Halbiert Erde. Heilt DHP im normalen Modus nicht benutzbar. Kann aber als Accessoire getragen werden. Interessant.
Sind alle absolut kacke. Zauberabwehr ist das. Ach, Z-Abwehr heißt Zauberabwehr und Zauberreflex. Ja, super, dass ich das nach, keine Ahnung, wie viele Stunden, 30 Stunden eigentlich auch gecheckt habe. Multistab, den tun wir auf jeden Fall rein. Magischer Goldschalter halbiert die Effektivität des Angriffselements Wind und versteckt gleichzeitig das Angriffselement Schatten. Okay, interessant. Z-Reflex auf 9 reduziert. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir das so. Immer Hass. Im Kampf immer im Hasszustand. Das ist halt richtig nice. Die fliegenden Monster nehmen so Schaden zu. Das sind die ganzen. Auch gleichzeitig auch Gil. Ist auch immer gut. Hau den Lukas rein, nimmt weibliche Charaktere in Schutz, das ist scheiße, verändert Hinterhalte. Kann man nehmen. Bei einer Flucht, okay, möchte ich nicht. Wird die Wahrscheinlichkeit beim Clown. Möchte halt eigentlich nicht so gerne Gift haben. Aber Schlaf halt auch nicht. Keine Ahnung, ich mach erstmal Tontauben rein. Steige Aneignung von Abilities. 400 Konfus. 400 Schlaf. 400 Schweigen. Das ist sehr gut. 400 Gift. Stein und Gips. Effektivität der Arznei verdoppelt sich, das ist gut. Ability up. Und Insomnia. Dann brauche ich aber trotzdem, ich habe keine Lust auf Hinterhalte.
muss ich tatsächlich sagen, scheiß auf das und dann machen wir Holzauge rein. Okay. Dann speichern wir das nochmal. Und dann legen wir los, würde ich sagen. So. Ich kann hier runter, aber ich kann, glaube ich, auch hier hoch, oder? Ja. Okay. Wo gehe ich denn zuerst hin? Gehe ich runter? Ah, erstmal in die Truhe, würde ich sagen, ne? Mithrilweste direkt erhalten. Okay, das hätte ich vielleicht, okay, wir haben schon eine. Das, dann muss ich nicht gucken. Kommen auf jeden Fall Gegner. Das ist interessant. Fliegende Gegner. Hört sich doch gut an. Vampir. Technik, Räuberauge. Zelt, Augentropfen und das war's, okay. Angriff ist echt fucking stark. Es kann jetzt leider keine Vestaria mehr. Ich wollte eigentlich nur wissen, wie ich nochmal tauschen kann. Da war. Warte mal, was? Der angebliche Hinterhalt war nur eine Ausrede, um das eigene Missgeschick zu vertuschen. Das zurückhaltende Verhalten des Offiziers gegenüber der Tochter zeugt von seinem schlechten Gewissen. Auch der Held ist letztendlich nur ein Mensch. Die Erzählungen vom Menschsein Nummer 3. Um in das Schloss des Kaisers eindringen zu können, galt es, die Glocke der Amaterasu zu finden. In den Tiefen der Höhle besiegten sie Adaman Taimai und ergatterten die legendäre Glocke. Die Erzählung von Kooperieren noch 2. Gar nicht. Das ist ein Item, ne? Ja. Auf ihrem Rücken wurden sie in einen Hinterhalt gelockt, aus dem sie nur entkam, weil Josef sein Leben opferte. Der Offizier verließ später die Stadt, ohne der Tochter Chanel ein Wort zu sagen, der immer noch auf die Rückkehr ihres Vaters wartete. Die Erzählung vom Schweigen. Noch eine. Oben, ich habe ihn gesehen.
Superspringen. Natürlich. Mithria am Reif. Nice. Zu einer Zeit, als die 33 Kleinstaaten sich gegen das Kaiserreich auflehnten, lebte Josef mit seiner Tochter in einer kleinen Stadt. Eines Nachts bat ihn ein flüchtiger Offizier um Hilfe. Josef willigte ein und sie machten sich mit einem kleinen Trupp auf den Weg und fanden Zuflucht in einer Höhle. Die Erzählung vom Anfang, somit ist die Geschichte vollständig. Aber der war doch grad... Hä? Der war doch grad da. Es ist dir also gelungen, alle zu finden. Jetzt erzähl mir die Geschichte. Aber Vorsicht, die Geschichte besteht in Wirklichkeit nur aus 4 Kapiteln. Ein Kapitel ist falsch. Sei also vorsichtig, welche der 4 du willst. Warten. Nun gut, ich werde warten. Das werde ich nämlich abspeichern. Nach dem Gegner natürlich. Räuberauge. Äther. Antidot. Jadestein. Giftnadel Konter. Fish Shift Break einsetzen. Das sind 634 Schaden. Ja, das schmeckt. Äther, Zelt, Jadestein. Okay, nichts Besonderes. Itaga! Er lädt sich auf, okay. Litzra. Ist okay.
Anfang. Sei behutsam, welche vier du willst, mein Kind. Ob der Steinschlag ein Hinterhalt war oder nicht, dies ändert nichts an der Tatsache, dass die Tochter ihren Vater verloren hat. Folglich zeugt die Geschichte von der Heldenhaftigkeit des Offiziers, der in Schweigen gehüllt die Stadt verließ. Denn so entscheidet die Nachwelt über die Heldenhaftigkeit Josefs. Der angebliche Hinterhalt war nur eine Ausrede, um das eigene Missgeschicht zu vertuschen. Das zurückhaltende Verhalten des Offiziers gegenüber der Tochter zeugt von seinem schlechten Gewissen. Auch der Held ist letztlich nur ein Mensch. Um in das Schloss des Kaisers einzudringen zu können, galt es, die Glocke der Amaterasu zu finden. In den Tiefen der Höhle besiegten sie Adamant Teilmeier und ergatterten die legendäre Glocke. Auf ihrem Rückweg wurden sie in einen Hinterhalt gelockt, aus dem sie nur entkamen, weil Josef sein Leben opferte. Der Offizier verließ später die Stadt, ohne der Tochter Chanel ein Wort zu sagen, die immer noch auf die Rückkehr ihres Vaters wartete. Zu einer Zeit, als die 33 Kleinstaaten sich gegen das Kaiserrecht auflehnten, lebte Josef mit seiner Tochter in einer kleinen Stadt. Eines Nachts bat ihn ein flüchtiger Offizier um Hilfe. Josef willigte ein und sie machten sich mit einem kleinen Trupp auf den Weg und fanden eine Zuflucht in einer Höhle. Ich würde sagen, soll es Anfang sein, mein Kind. Ja. Auf ihrem Rückweg wurden sie in einen Hinterhalt gelockt. Auf ihrem Rückweg wurden sie in einen Hinterhalt gelockt, aus dem sie nur entkamen, weil Josef sein Leben opferte. Der Offizier verließ später die Stadt, ohne der Tochter Chanel ein Wort zu sagen, die immer noch auf die Rückkehr ihres Vaters wartete. Um in das Schloss des Kaisers eindringen zu können, galt es, die Glocke... Shit, kann ich nochmal zurückgehen? Der angebliche Hinterhalt war nur eine Ausrede, um das eigene Missgeschick zu vertuschen. Das zurückhaltende Verhalten des Offiziers gegenüber der Tochter zeugt von seinem schlechten Gewissen. Auch der Held ist letztlich nur ein Mensch. Menschsein und Heldentum. Ob der Steinschlag ein Hinterhalt war oder nicht, dies ändert nichts die Tatsache, dass die Tochter ihrem Fall folglich sollte. Nun, dann lass mich deine Geschichte erzählen. Zu einer Zeit, als die 33 Kleinstaaten sich gegen das Kaiserreich auflehnten, lebte Josef mit seiner Tochter in einer kleinen Stadt. Eines Nachts bat ihn ein flüchtiger Offizier um Hilfe. Josef willigte ein und sie machten sich mit einem kleinen Trupp auf den Weg und fanden Zuflucht in einer Höhle. Auf ihrem Rückweg wurden sie in einem Hinterhalt gelockt, aus dem sie nur entkamen, weil Josef sein Leben opferte. Der Offizier verließ später die Stadt, ohne der Tochter Chanel ein Wort zu sagen, die immer noch auf die Rückkehr ihres Vaters wartete. Der angebliche Hinterhalt war nur eine Ausrede, um das eigene Missgeschick zu vertuschen. Das zurückreitende Verhalten des Offiziers gegenüber der Tochter zeugt von seinem schlechten Gewissen. Auch der Held ist letztlich nur ein Mensch. Historiker belegen, ob der Steinschlag ein Hinterhalt war oder nicht. Dies ändert nichts an der Tatsache, dass die Tochter ihren Vater verloren hat. Folglich zeugt die Geschichte von der Heldenhaftigkeit des Offiziers, der in Schweigen gehüllt die Stadt verließ. Denn so entscheidet die Nachwelt über die Heldenhaftigkeit, Josef. Das ist doch keine Denke, deine Wahl nochmal. Okay. Das, dann kooperieren, dann das und dann das. Nun, dann lass mich deine Geschichte erzählen. Zu einer Zeit, als die 33 Kleinstaaten sich gegen das Kaiserrecht auflehnten, lebte Josef mit seiner Tochter in einer kleinen Stadt. Eines Nachts bat ihn ein flüchtiger Offizier um Hilfe. Josef willigte ein und sie machten sich mit einem kleinen Trupp auf den Weg und fanden Zuflucht in eine Höhle. Um in das Schloss Kaisers eindringen zu können, galt es, die Glocke der Amaterasu zu finden. In den Tiefen der Höhle besiegten sie Adamant Teilmai und ergatterten die legendäre Glocke. Auf ihrem Rückweg wurden sie in einen Hinterhalt gelockt, aus dem sie nur entkamen, weil Josef sein Leben opferte. Der Offizier verließ später die Stadt, ohne der Tochter Chanel ein Wort zu sagen, die immer noch auf die Rückkehr ihres Vaters wartete. Ob der Steinschlag ein Hinterhalt war oder nicht, dies ändert nichts an der Tatsache, dass die Tochter ihren Vater verloren hat. Folglich zeigt die Geschichte von der Heldenhaftigkeit des Offiziers, der in Schweigen gehüllt die Stadt verließ. Denn so entscheidet die Nachwelt über die Heldenhaftigkeit Josefs. Sind diese vier Kapitel deine Wahl? Ja. Eine letzte Frage, mein Kind. Aus welchem Grund hast du die Erzählung eines Heldentums das Ende Heldentum gegeben? Nur jemand mit konsequenter Handlungsweise wird meines Erachtens von den Menschen akzeptiert und respektiert. Es ist eine alte Legende über einen großen Helden. So muss er mit seiner damaligen Handlungsweise dieser Legende gerecht geworden sein.
Deine persönliche und ehrliche Meinung möchte ich hören, mein Kind. Meine ehrliche Meinung? Auch jetzt, wo ich so weit von meinem Volk entfernt bin, habe ich es doch nie vergessen. Deine Seele ist erfüllt von Schmerz und Trauer. Wenn dieser Schmerz durch das Wiedererlangen der Verschwörungsmagie gelindert wird, so sollst du meine Seele erhalten. Hab vielen Dank. Viele Wege führen zum Ziel, aber verliere deinen eigenen nicht aus den Augen, mein Kind. Peridot erhalten, okay. Jetzt kann ich bestimmt... Also, auf nach Lindblum. Hey, Opa, bist du echt schon weg? Was hast du? Ich wollte nur mal fragen, warum uns dieses Spielchen hat spielen lassen. Ob einfacher Mensch oder Held, das ist doch etwas, was die Nachwelt nach Belieben bestimmt. Wie soll ich sagen, es ist ja wohl egal, wie sehr man über etwas grübelt, denn die Nachwelt denkt sich sowieso ihren eigenen Teil. Ich glaube, Opa Ramu hätte sich so oder so Lili angeschlossen, egal welche Wahl sie getroffen hätte. Irgendwie habe ich das im Gefühl. Zidane, Vivi, nun kommt schon. Genau so ist es. Unabhängig davon, was die Nachwelt erzählt, wichtig ist die Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. Ihr ist es wahrscheinlich nicht bewusst, aber ihr tiefer Wunsch, ihre Beschwörungsmagie wiederzuerlernen, der ging ihr bereits in Erfüllung, als sie nach meinen 5 Doppelgängern suchte. Sie hat ihre ursprüngliche Kraft, Bestia zu beschwören, wiedererlangt. Je nach Willen des Beschwörers können die Bestia zu Göttern oder zu Werkzeugen des Bösen werden. Ihre Denkweise erfordert noch Flexibilität, aber ihre große Hoffnung machte sie meiner Herrin würdig. Ich werde sie auf ihrem Pfad der Hoffnung behüten. Die Freundschaft mit euch ist in ihrem Herzen zu etwas Unabdingbarem herangewachsen. Helft ihr, ihr Ziel zu erreichen. Machen wir, aber sicher doch. Seht doch, Schloss Lindblum. Zidane, hier kommen wir nicht mehr hoch, wenn wir einmal runtergesprungen sind. Was habe ich nochmal bekommen? Polaris. Eine Elfe des Eises ist in der Klinge gebannt, trägt Angriffselement Kälte in sich und erteilt Zustandsveränderung Frost. Kampfunfähigkeit, hebt Toxitus auf, schwächt Zaubersprüche ab, hebt Stein und Gips auf, schwächt physische Angriffe ab, Silenzium erteilt Schweigen, erteilt blind. Sind also schon drin, okay. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob es hier noch was gibt, aber das scheint mir nicht der Fall zu sein. Zidane? Ich möchte mit meiner Beschwörungsmagie allen so gut es geht helfen. Keine Sorge, Lili, du schaffst das bestimmt. Zidane? Das ist doch...
die rote Arche? Amanda? Armee? Diese Lichter, das sind Teleporter. Die Schwarzmagier werden direkt ins Schloss teleportiert. Clara wurde danach von einer Bestie heimgesucht und völlig in Schutt und Asche gelegt. Nein, Mutter, das kann nicht sein. Nein, Mutter, das kann nicht sein. Bitte nicht. Mutter. Lilly. Noch eine Cutscene. Oh. Ein Atom aus Cutscenes sind wirklich gut. Ziemlich ruhig. Mutter, wie konntest du nur? Sogar Lindblum hast du. Seid auf der Hut, sie sind vielleicht noch da. Vivi, du versteckst dich besser hier. Aber ich habe Angst, ich will nicht. In der Stadt wimmelt es nur so vor Alexandria-Soldaten. Da sollte ein Schwarzmagier wie du vielleicht nicht unbedingt frei herumlaufen. Ja. Keine Panik, wir kommen ja auch gleich wieder. Entschuldige bitte, Vivi. Ich verstehe schon, aber ihr kommt wirklich gleich wieder, ja? Ah, ich kann mich wieder frei herumlaufen. Ist hier der jetzt neue Monster? Wahrscheinlich, ne? Ich glaube, das sind noch die alten. Wie kann ich nochmal den Schokobo rufen?
Achtung, es spricht sich daher das Gerücht, dass in diesem Zimmer ein altes Gespenk tausen soll. Bei unserer Nutzung konnten wir nichts dergleichen feststellen. Bla bla bla. Okay. Ah, I see. Ja, okay. Ich weiß. Ah, okay. Ja, okay. Jetzt weiß ich, was mit dem alten Gespenst gemeint war. Ah, war Ramu gemeint. Interessant. Ist zum Glück gegen Schlaf geschützt. Ich glaube, ich hätte verloren, ne? Wenn das. Wie gesagt, Kraut kann ich nicht einsetzen. Ah, Persis, okay. Hier. Vier Schaden. Na, Mist. Ich wollte eigentlich den Dino angreifen, damit er nicht einschläfert, aber egal. Ja, genau deswegen. Aber er hat verfehlt, okay.
nicht dumm? So, Blender auch gelernt, sehr schön. Aber hier geht's natürlich nicht weiter. Ja, dann zurück nach Lindblum. Passt. Fähigkeit, ne, dass man dauernd Hast hat, die ist so gut. Die ist halt jetzt schon gut, bis zum geht nicht mehr. Ich liebe sie. Ja, okay. Mach aber heute tatsächlich nicht einen allzu langen Part. Ich bin nämlich sehr müde, ich habe die Nacht schon wieder nicht viel geschlafen. Möchtest du dich etwa auflehnen gegen uns? Ich bekämpfe euch bis aufs Blut. Königin Brain trotzen zu wollen, wie naiv, aber mutig bist du, das muss man dir lassen. Dank der Schwarzmagier und der Bestie ist Königin Brain unbesiegbar. Töricht Widerstand zu leisten führt nur zu einem: deinen eigenen Tod. So ist es brav, überlass mal besser alles Königin Brain. Dank der Schwarzmagier und der Bestie ist Königin Brain unbesiegbar. Töricht Widerstand zu leisten führt. Dem eigenen Tod. Dann ich kämpfe gegen uns. Papi, Mami, wo seid ihr? Lasst mich nicht allein. Papi, Mami. Das Volk von Lindblum versteht das alles noch nicht so ganz, scheint mir. Großherzog Zitt hat verloren. Mit dieser Tatsache sollten sie sich langsam abfinden. Wir sollten lieber noch einmal zutreten, damit er kein zweites Mal mehr aufstehen kann. In den Bauch oder doch besser gegen den Kopf. Wo soll ich dem Teufel reintreten? Hey, hört sofort damit auf, das sind keine Teufel, die haben auch eine Seele. Eine Seele? Ja, im Moment werden sie zwar von Brain kontrolliert, aber Schwarzmagier haben genau wie wir einen Willen und eine Seele. Hör auf, so einen Unsinn zu erzählen. Die sehen vielleicht ein wenig menschlich aus, aber es sind nichts weiter als Teufel. Sie mähten alles ohne Gnade nieder. Es schien fast so, als wären wir für sie nicht mehr als leblose Gebäude. Die behandelten uns auch nicht gerade, als wären wir Lebewesen mit Seele. Wenn sie wirklich eine Seele haben, dann erkläre mir, wie sie das hier tun konnten. Dann erkläre mir, wie sie meinen geliebten einzigen Sohn umbringen konnten. Das ist unerklärlich. Unentschuldbar. Egal, ob ihr Gefährten links und rechts fielen oder nicht, sie marschierten einfach weiter, ohne jegliche Gefühlsregung. Selbst ein Monster zeigt mehr Gnade als diese Teufel. Egal, ob Wehrlose am Boden oder Bewaffnete. Sie töteten, ohne zu unterscheiden.
Bobudur-Status ist ein als der Vogel bekannt, der die Gottessage der Auger überliefert und die Menschen Glück bringt. Da der erste Besitzer des Etablissements ein Vogelliebhaber war, wird diese Statue seitdem traditionell von Besitzer zu Besitzer weitergereicht. Ihre Meinung zählt, solange hatte ich auf diese Reise gespart und dann sowas, ein Krieg, draußen lauter Kerle mit schwarzen Gesichtern, da ist man ja seines Lebens nicht mehr sicher, ich will mein Geld zurück, Dylan. Ah, zum Glück, dass wir Vivi nicht mitgenommen haben. Ein Brief für Sidane, Kupo. Von Ruby an Sidane. Gibt es hier den Kenejuden Schauspieler in Lindboom? Ja, bet doch ihnen so ihnen eingebildeten Aff, komplett mit starrer Löhre. Wie hieß der jich wieder? Naja, egal, wie er hieß, wäre schon recht mein Kleinkunsttheater, kommt nämlich nicht in Schwung. Ist vielleicht Rau aus Lindblum gemeint? Der ist auf jeden Fall eingebildet, Cooper.